Die Bürgergeldempfänger Pascal und Petra wollen sich als TikTok-Stars selbstständig machen und so an das ganz große Geld kommen. In den Mannheimer Benz-Baracken wohnt Pascal zusammen mit seiner Mutter Petra und seiner jüngeren Schwester Selina. Die Bürgergeldempfänger sind schon länger in der RTL2-Doku Harz und Herzlich dabei. In den aktuellen Folgen sehen die Zuschauer, wie die Familie den Weg in die Selbstständigkeit gehen will. Pascal und Petra wollen nämlich als Content Creator auf TikTok durchstarten. Doch der Papierkram macht den Bürgergeldempfängern zu schaffen. Zum Glück werden sie dabei von Freunden unterstützt und beraten. Vor allem eine wertvolle Information haben die Mannheimer dadurch bekommen: Es geht um eine Stange Geld. Bürgergeldempfänger im Bürokratiechaos sich selbstständig zu machen ist nicht ganz so einfach, wie Pascal und Petra sich es vorgestellt haben. Ein Haufen Papierkram und zahlreiche Behördengänge sind mit dem Ganzen verbunden. Doch Mutter und Sohn ist es das wert, schließlich wollen sie endlich die Unabhängigkeit vom Jobcenter. In den aktuellen TV-Folgen berichten die beiden, dass sie so gut wie fertig mit dem bürokratischen Teil sind. Der Mann einer Freundin von mir kennt sich super gut mit Elster aus. Der hat das mit dem Pascal gemacht. Hiermit hat das Finanzamt alle zwei Bögen bekommen, sagt Petra erleichtert. Dank der Hilfe des Bekannten haben die Bürgergeldempfänger einiges lernen können. Zum Beispiel auch, was ihr Einkommen angeht. Wir haben ein Budget von 22.000 Euro, aktuell verdienen Pascal und Petra schon Geld über die Videoplattform TikTok. Doch um keinen Ärger mit den Behörden zu bekommen und nicht mehr vom Bürgergeld abhängig zu sein, wollen Mutter und Sohn jeweils ein Kleingewerbe anmelden. Doch ohne die Hilfe des Bekannten wäre das alles nicht so einfach möglich gewesen. Er hat mit mir alles ausgefüllt, was als Kleingewerbe ausgefüllt werden muss. Er hat uns auch gesagt, dass wir ein Budget von 22.000 Euro haben, was wir im Jahr einnehmen dürfen, erklärt Pascal. Da die Formulare nun an das Finanzamt geschickt wurden, steht den beiden aus eigener Sicht nichts mehr im Weg. Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt heißt es für uns nur noch durchstarten. Juhu, jubelt Petra.